15 Wünschewagen aus ganz Deutschland und 160 ehrenamtlich Engagierte haben sich heute in Berlin getroffen. Das zu erleben, diese Begeisterung, die ganzen Wagen, unsere ASBler, die mitfahren, es ist ein beeindruckendes Bild und es ist auch in der Tat eine Demonstration. Hier ist der ASB. Wir brauchen Zeitspender, die durch ehrenamtliches, freiwilliges Engagement das Projekt unterstützen. Und wir benötigen auch finanzielle Unterstützung. Und dieses Projekt ist einzigartig und so emotional, dass man es einfach nur unterstützen kann. Es macht einfach Freude auch für die Ehrenamtler, sich mal darzustellen. Und sie haben es als eine tolle Würdigung empfunden, dass so viele Politiker hier vor Ort waren. Jeder, der schon mal Ehrenamt gemacht hat, weiß, das ist erstmal auch viel Zeit, viel Kraft, die man da reinsteckt, aber es gibt auch immer viel zurück. Und deswegen kann man ja nur Dankeschön sagen an diejenigen, die es ehrenamtlich tun. Wenn wir dazu beitragen können, das Thema Leben und Tod wieder gesellschaftsfähig zu machen, ist es doch ganz wunderbar.